Heute ist ein wunderbarer Septembertag, die Sonne scheint und wir haben abnehmenden Mond. Das heißt, es ist super, um heute rauszugehen und nicht Kräuter oberirdisch zu pflücken, sondern unterirdisch die Wurzeln, gerade jetzt im Herbst. Hier zum Beispiel habe ich jetzt Löwenzahn gefunden und aus Löwenzahnwurzeln kann man jede Menge machen, unter anderem auch Löwenzahnwurzelkaffee. Und da gucke ich jetzt mal, ob ich ein bisschen was ausgraben kann. Ich habe eine Metallschaufel. Viele sagen ja, sie nehmen lieber kein Metall. Wolf-Dieter Stoll gräbt seine Wurzeln immer mit einem Hirschgeweih aus. Ich versuche jetzt mal grob drumherum zu stechen und gucke, was ich finde. Puh, ganz schön viel Arbeit. Löwenzahnwurzeln können nämlich richtig dick und tief werden, wie ihr hier seht. Jetzt ist sie mir leider abgebrochen, aber das macht nichts. Immerhin, so ein Stück haben wir. Mal sehen, was ich noch finde. Das Schöne beim Löwenzahn ist, man muss sich nicht so viele Gedanken machen, dass man eine Pflanze ausrottet. Löwenzahn wächst nämlich viel und wird überall wieder stark, wie der Name sagt, Löwenzahn. Wir kennen ihn ja auch überall. Außerdem wachsen die Wurzelstücke, die jetzt noch in der Erde verblieben sind, auch gerne so weiter. Das ist nicht bei allen Pflanzen so, zum Beispiel die Wurzeln der Angelika. Wenn man die einmal rausgenommen hat, dann ist auch die Pflanze weg. Und hier habe ich jetzt sowieso nicht alles ausbuddeln können. Da kann also im nächsten Frühjahr wieder viel Neues wachsen. Und gleich hier neben dem Löwenzahn sehen wir auch die Wegwarte noch. Die erkennt man jetzt im September gut daran, dass sie so blau blüht. Wächst auch viel und sie hat interessanterweise Blätter, die dem Löwenzahn ganz ähnlich sind. Und die Wegwarte, auch Zichorie, war früher nach dem Weltkrieg schon eine ganz bekannte Pflanze für Ersatzkaffee. Also auch ganz ähnlich wie beim Löwenzahn. Ausbuddeln, Wurzeln nehmen und Kaffee kochen. Und so sieht die Wurzel der Wegwarte aus. Und wenn ihr fertig seid, denkt auch immer dran, euch zu bedanken bei Mutter Natur, bei der Erde und bei den Pflanzen für die Geschenke, die sie uns machen. So, und jetzt gehen wir Kaffee kochen. So, hier habe ich unsere Wurzeln, ganz viel Löwenzahn und ein bisschen von der Wegwarte. Als nächstes werden die jetzt gründlich sauber gemacht und unter fließendem Wasser am besten gewaschen. So, jetzt kommt reichlich Wasser drauf und dann die Gemüsebürste. Die oberen Teile der Wurzeln kann man auch gleich vor dem Schuppen entfernen. Dann fährt man nämlich auch mit gleich einer Menge Erde, die wir ja jetzt nicht mehr unbedingt brauchen. Jetzt sind unsere Wurzeln schön sauber. Was jetzt noch runter muss, natürlich sind diese Stränge dazu. Schrappe ich diese Stücke einfach einzeln kurz ab und entferne so die Wurzelfäden. Auf diese Weise werden sie jetzt auch schön weiß und die letzte Erde, die noch an den Ecken hängt, kommt auch runter. Die so gesäuberten Wurzelstücke schneide ich jetzt in Scheiben, so in etwa zwischen einem halben und einem Zentimeter. Die Wurzelstückchen kommen jetzt locker auf ein Backblech mit Backpapier. Wir haben hier auch einfach nur so ein unseren Rost genommen, gut verteilen. Die sollen nämlich gleich im Ofen möglichst gleichmäßig und schnell rösten.
Das Ganze kommt jetzt in den Ofen auf unterste Schiene. Und die Tür am besten nicht ganz zu, sondern leicht geöffnet, damit die Feuchtigkeit auch aus dem Ofen austreten kann. Bei Umluft wird das jetzt auf 220 Grad getrocknet. Und fertig sind sie, unsere Löwenzahn-Wurzelchips. Das Gute daran ist, man kann auch die schon so essen, wie sie sind. Sind sehr knusprig, aber aufpassen, auch ziemlich bitter. Ja, ich mag's. Wie ihr wisst, Löwenzahn enthält ganz viel Bitterstoffe und ganz besonders auch in den Wurzeln. Ist sehr gesund und das Gute, super für die Leber und auch für die Galle. Also als Reinigung, hier habt ihr mal einen Kaffee, der gut ist für die inneren Organe, ganz im Gegensatz zu manchem Bohnenkaffee. Das Ganze kommt jetzt hier in unseren Stabmixer. Wer hat, kann natürlich auch gerne eine Kaffeemühle nehmen. Die mit Hand zum Kurbeln gehen gut oder auch die elektrischen. Wir ziehen jetzt die Wurzeln ein. Also man merkt das auch, die sind jetzt richtig trocken, die Chips. Man könnte sie auch so einfach aufbewahren in der Dose. Und dann jeweils für den Kaffee, den man gerade trinken möchte, frisch mahlen. Wenn ihr das Ganze lang genug gemahlen habt, bekommt ihr so ein feines, hellbraunes Pulver. Und das kann man jetzt ganz einfach zu Kaffee verkochen, indem ihr es direkt in die Tasse tut und mit Wasser aufbrüht. Das ist die einfachste Variante. Ich habe mir sagen lassen, es geht auch durch den Filter. Probiert's aus und dann guckt mal, wie es euch bekommt. Gesunder Kaffee, lecker, vielleicht nicht für alle, aber auf jeden Fall gesund. Und übrigens, als wir das letzte Mal diesen Löwenzahnkaffee getrunken haben, wurden wir alle ganz schön munter und redselig. Kein Koffein, aber jede Menge Hallo-Wachstoffe drin. Also, probiert's aus und lasst es euch schmecken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Do 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 do